Neue Aufnahmesession bei Beyond. Wir haben in der letzten Folge mitten in der Action pausieren müssen und haben auch eine kleine Pause in unseren Aufnahmen drin. Das tut uns leid. Aber jetzt geht's weiter. Weiter in die Navajo oder Navajo-Episode, wie Jody sagt. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wer von uns beiden hier Mist erzählt. Die Zuschauer haben gesagt, wir müssen sofort, wenn wir die Möglichkeit haben, mit Aiden den Großvater heilen. Der draußen vorm Haus liegt und dem es nicht so gut geht? Ja. Okay, wir haben erstmal mit der Oma geredet, die hat uns die Vision gezeigt. Wann wir jetzt natürlich hier wieder reinspringen, ob das Spiel uns hätten jetzt... Wir hätten uns ja vorbereiten können. Na. Aber wir nehmen mir extra jetzt ganz hastig diese Folge auf, rendern die gleich raus und laden die noch möglichst schnell hoch, damit ihr keine große Pause habt. Wenn alles richtig läuft, habt ihr nur einen Tag Pause gehabt. Wenn ihr dann auf Beyond Turkey seid, dann ist es wirklich... Also wir geben uns halt Mühe, dass es alles klappt. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen ganz hastig angefangen. Mal schauen, ob es jetzt wirklich nahtlos weitergeht oder ob er irgendwo, wo er das letzte Mal gespeichert hat. So, wir sind bei der Oma. Das sieht aber gut aus, als hätte er die richtige Stelle geladen. Schauen wir mal kurz raus. Der Vati da noch irgendwo liegt. Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Der Akku ist bald leer. Vielleicht schafft er diese Folge noch. Ich schalte mal kurz auf dich. Geht nicht. Schade. Ist Opa schon tot? Ich weiß nicht. Also was soll ich jetzt machen? Feuer? Jetzt ist gar nicht aufgepasst, weil ich so vertieft war. Soll ein Feuer vor dem Haus machen, oder? Was hat sie gesagt? Ist doch Quatsch. Da ist ein Feuer vor dem Haus. Das ist ein Feuer, oder? Ich glaube, ja. Guck noch mal rein, ob der Opa vielleicht drinnen deine Hilfe braucht. Ja. Kann ich drinnen auf dich schalten? Nein, geht auch nicht. Schau, ob der irgendwo im Hinterzimmer oder so liegt. Das wäre der fiese Indianer. Nee, da nicht. Ja, vielleicht haben sie ihn nach hinten gebracht. Damit er sich da mal erholt. Schauen wir mal kurz in die Zimmer rein. Oh, da, guck. So, jetzt darfst du. Tap. Und auf die Stelle drauf, oder? Ja. Ein Mann getan, was er konnte. Der Rest liegt an dir, Paul. Was denn? Dann immer noch eine Tür im Bauch. So. Ja, du hast aber deine heilenden Hände angelegt, Michi. Wir wissen ja alle, dass das immer schön ist. Das ist immer meine Ausrede, wenn ich Damen begrapsche. Ja, sind die etwa nicht glücklich? Ja, doch. Na, siehst du. So, schauen wir uns mal hier kurz um. Ja, wir müssen natürlich das Ritual vorbereiten. Ja, aber ich gucke mich trotzdem noch kurz um, ob von den Kollegen noch was da ist. Ich finde es immer ätzend, eine Figur zu bewegen, wenn die Kamera vor einem ist. Das ist nie geil. So, einmal noch kurz alle Räume durchsuchen. Paul geht es inzwischen auch nicht besser. Nope, nope, nope. Nichts mehr zu tun. Okay. Ups, hier hinten noch. Nee. Ja, okay, dann wieder raus. Wie war das beim letzten Mal? Hatten die sich in so einem speziellen Muster aufgestellt und dann was gemacht? Die hatten diese Anhänger. Ja, hatte jeder einen, genau. Hat denn die Oma uns in der letzten Folge den Anhänger schon gegeben oder uns den gezeigt? Wir haben ihn doch. Haben wir ihn nicht gegeben, den wir gefunden haben? Was ist denn hier? Feuer machen. Brauche ich fürs Ritual. Okay, wo machen wir das denn? Da. So. Ja.
Oh, bei dem Sturm, das reicht was angekriegt. Glaub mir! Ich weiß, was ich tue! Sofort alle rein! Der Sturm wird attackiert! Lass ihn machen, Jay! Shimasane! Du kannst reden? Ein Stock, Jody! Du brauchst doch einen Stock, um die Symbole zu zeichnen! Einen spitzen Stock! Hast du aufgepasst, wie diese Symbole? Ja, ich mach's eben. So, es war erst hier rum, jetzt aber im Kreis. Weil ich steuere es eben, habe mich fast verdrückt. Was ist denn? Ja, genau. Fuck! Ja, du Sack! Das war das oben, das Männchen. Das waren 5. Ja, mach mal. Also X, schon wieder sagen, hier, im PlayStation Pack mich nicht aus. Und X ist halt unten. Ja. Hattest du das schon gedrückt oder hat es jetzt von selbst gemacht? Ich hab's jetzt von alleine gemacht, weil ich noch geguckt habe. Also sie hat vorher was gemacht, bevor ich gerade gedrückt habe. Ich muss erst noch im Licht gucken, wo X ist. So X. Gucken, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Ist ja natürlich cool, wenn ich mich da spontan richtig dran erinnere. Das war's. Ha! Ich Boss. Jetzt die Talisman. Ich muss überlegen, wo jeder der Medizinmänner stand. Ja, die Eckpunkte wahrscheinlich, genau. Die Shimasani macht mit. Aber Paul fehlt noch. Wir sind nur zu viert. Und 5 Talisman. Uns werden die 5. Seele verpasst. Zum Glück haben wir Paul eben gerettet. Wenn wir nur 2 Seelen hätten, ne? Drück mal. Fuck, uns fehlt noch eine Seele. Eine Seele. 2 Souls. Du bist ja ein Fuchs, Michi. Worauf du alles mal kommst. Das Portal ist jetzt offen, Jody! Du hast es! Du hast es! Oh, schieb den Sack da rein. Weg mit dir. Ja. Jawohl. Einer noch bestimmt. Von Wankman zu sagen, manchmal passiert eben Scheiße, die irgendjemand wegräumen muss. Und wen ruft ihr dann? Ghostbusters. Cool. Der geschafft. Jody. Weißer Mann war je an dem Platz, zu dem ich dich führe. Wir sind ja auch eine weiße Frau. Mein Volk begräbt seine Toten hier schon seit vielen Hunderten von Jahren. Für uns ist es geweihtes Land. Haben
sich unsere Zuschauer übrigens ebenfalls echauffiert. Über? Dass Jody so ohne Anleitung so gut reiten kann. Das habe ich ja gleich angesehen. Und wir hatten recht mit unserer Koppelanschuldigung. Ha! Hm. Sensationell. Das ist eine Koppel dann doch, das, was wir gedacht haben, ja? Genau. Und nicht der Stall. Das ist wohl ein Übersetzungsfehler gewesen. Ah. Schlampe. War gut zu wissen, dass wir so viele pferdebegeisterte und gelehrte Zuschauer haben. Ja. Decke von Shimasani, oder? Ja. Bin jetzt mal gespannt, ob es Paul geschafft hat. Hm. Ich meine, wir haben es versucht. Ja, du hast alles gegeben. Was ist das jetzt hier? So ein Indianerfriedhof. Da baue ich nachher mein Haus drauf. Dann verbuddeln wir da unsere toten Haustiere. Ja. Gute Idee. Da ist er doch. Alles richtig gemacht. Na gut, aber Shimasani hat's nicht geschafft. Das sind die Knochen eurer Vorfahren. Ich bin sicher, sie wollten, dass man sie bei ihrem eigenen Volk begräbt. Da bimmelt was. Warte mal. Hier so ein spiritueller Ort. Vielleicht gibt es ja was zu entdecken. Für dich so als Geist. Scheint schon verausgabt mit Paul. Siehst du denn hier noch irgendwas? Nee, nichts, nee. Oder? Nee, hier gerade nicht. Ich geh meine den Kollegen sonst her. Ja, dann gehen sie mal. Jetzt warst du nämlich hier wieder alleine. Das mag ich nicht. Du hängst an dem Spaten. Das ist doch kein Spaten. Oh, was wankt das hier alles so komisch? Oh. Die Schutzgeister. Mhm. Und zeig mir die jetzt nochmal. Lass mal zu denen hingehen. Einmal trauen wir uns jetzt was. Ich will, dass es gewürdigt wird. Da rennt sie auch gleich. Die falsche Entscheidung gewesen. Oh nein, alles falsch gemacht. Ihr müsst doch mit den anderen mitgehen, nicht zu den Geistern. Der war hier oben, oder? Ja, da oben. Oh, da geht's auch lang. Guck. Ich bin jetzt zu langsam gewesen. R1 ist oben, oder was? Ja. Warum ist das denn nicht unten, wie sich das gehört? Ich werde den PlayStation-Controller niemals verstehen. Ist er nicht mehr lang. Das habe ich letztens nochmal gespielt, irgendwas, wo man schießen musste. Ach, Alice, Madness Returns habe ich am Wochenende nochmal gespielt, auf der PlayStation 3. Und das ist ja auch Schießen auf den Schultertasten, nicht auf den Triggern. Nee. Immer auf den Schultertasten das Schießen. Schlimm mit der PlayStation. Ja, die sind bei dem PS4-Controller sind ja jetzt richtig abgerundete Trigger dann auch. Also, dass du da richtig anziehen kannst. Im Gegensatz zu den. Du hast den schon in der Hand gehabt, den PS4-Controller, oder? Ja. Und? Das ist ein Controller. Ich dachte, du kannst mir jetzt die Angst nehmen vor dem
Controller, weil ich, wie gesagt, den PlayStation 3 Controller nicht wirklich mag. Ja, ich fand den besser als den von der 3er, aber ich habe natürlich jetzt nicht großartig viel damit gespielt. Ich bin jetzt gerade hier um, aber irgendwie das hält ganz schön lange, das Streichholz. Ah, da. Oh. Das ist das Monster aus dem Dimensionsriss. Das ist auch so mit der Nabelschnur verbunden. Ah! Siehst du das? Guck, so ein Monster, was mit dem Typen da verbunden ist. Ah, ich dachte erst, was das Tor wäre, aber das ist die zweite Seele gewesen. So ein Eidenverschnitt. Ist das Streichholz ausgegangen? Achso, ich mach's mal wieder an. Und draußen. Steht also fest. Du willst weg. Ich hab da noch was zu tun. Weißt du, ich hab gedacht, meine Gabe wäre ein Fluch. Aber vielleicht ja auch nicht. Damit kann ich anderen Menschen helfen. Herausfinden, wer ich bin. Du hast viel für uns getan. Und für das Vermächtnis unseres Stammes. Wie soll ich dir nur danken? Wenn du nicht findest, was du erhoffst, komm wieder her. Du hast ein Zuhause. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch, Corey. Ich werde dich niemals vergessen. Ich hätte nicht mal mehr gewusst, dass er Corey heißt. Ja, du bist ja auch unaufmerksam. Ashki wird bestimmt sehr traurig ohne dich sein. Eines Tages komme ich ihn besuchen. Aber nicht übertreiben hier. Hey Jody! Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Nee, ich muss schieben. Hab ewig gebraucht, aber die Kiste läuft wieder. Sie gehört dir. Sieh es als kleinen Dank an. Danke. Boah, da hätte ich auch voll Bock drauf. Das sieht schon cool aus, das Ding, oder? Als wenn ich halt noch ein Motorrad fahren könnte. Ach, das ist nicht so schwer. Ich mach das im Urlaub ja immer. Ja, R2. Hä? Hä? Was? Ja. Da denken wir jetzt in der Pause mal kurz drüber nach. Genau. Ihr könnt ja, wie gesagt, ne? Bis dann. Bis dann, ciao.